zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beholder. Ja, ich traue mich nochmal an das Chaos ran, obwohl ich, als ich das letzte Mal das Spiel beendet habe, herausgefunden habe, beziehungsweise mir toll mitgeteilt wurde, dass das Spiel nur dann speichert, wenn man einen Auftrag abschließt. Ich weiß jetzt also nicht, wo wir uns genau befinden, denn ich habe sofort, als ich das Spiel gestartet habe, Escape gedrückt und bin jetzt hier in diesem Menü, damit wir zusammen an das Chaos, das wahrscheinlich zurückgeblieben ist, herantreten können. Und dieses Chaos scheint euch offensichtlich ganz gut zu gefallen, beziehungsweise ihr scheint offensichtlich Gefallen daran gefunden zu haben, wenn bei mir im Spiel alles drunter und drüber läuft. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann er genau das letzte Mal gespeichert hat. Und mal gucken, was passiert. Also, am Rande des Rauswurfs. Was war das denn nochmal? Patrick bittet um Geld über die Fortführung seines Universitätsstudiums. $15.000, richtig. Dann brauchen wir 20.000, um unsere Tochter wahrscheinlich vor dem Tod zu bewahren. Oh je, unsere Frau, sehe ich gerade, will auch irgendetwas. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe kaum noch Erinnerungen. Ich habe jetzt über zwei Wochen nicht gespielt. Ich weiß nicht mehr, was war. Grob, ja, ich kann mich jetzt daran erinnern, dass unsere Tochter krank ist und unser Sohn ein Studium möchte. Und wir uns da wahrscheinlich irgendwo entscheiden müssen. Dann, ach ja, genau, das mit der Brille. Und dann haben wir, glaube ich, irgendjemanden versucht, zur Flucht zu verhelfen. Finden Sie eine Möglichkeit, Klaus Schimmer aus Wohnung 1 zwangsräumen zu lassen. Keine Ahnung, wie genau wir das anstellen sollen. Besorgen Sie Kreuzfahrttickets für Schimmer. Ich glaube, die müssen wir irgendwie kaufen und die sind wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Und liebe per Telefon, die neue Freundin des Doktors nervt ihn ständig. Ich muss ihre Zwangsräumung einleiten. Ja, so. Einmal tief durchatmen und dann starten wir direkt ins Chaos. Was ist Karl? Ja. Wie kann ich helfen? Was möchtest du, Anna? Ich brauche Geld für Energierechnung. $700. Wir haben 1523. Warum braucht sie denn jetzt $700 für die Energierechnung? Übernimmt die nicht der Staat für uns? Schweinerei. Was hat es für einen Nutzen, dass wir für den Staat arbeiten? Später besprechen, geben. Sollten wir unserer Frau die Bitte ausschlagen? Ich meine, es ist eine Energierechnung. Wir geben ihr das. Besser, oder? Wir geben ihr das. Ja. Wir haben eh kein Geld. Es macht auch keinen Sinn. Oder es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt $700 mehr oder weniger haben. Irgendwie. Danke, Karl. Du bist fantastisch. Das wird sich noch herausstellen, ob wir das sind. Ja. Wie kriegen wir sie jetzt weg? Clara, Jacques oder so. Hallo. Oh, verzeiht, das ist der. Wie hieß er nochmal? Aloysius? Über Marthas Behandlung sprechen. Für Marthas Behandlung bezahlen. Ja, das können wir ja nicht. Nach Clara fragen. Über Marthas Behandlung sprechen? Machen wir das mal. Ich verstehe Ihre Reaktion, aber das ist der endgültige Preis. Toll! Hallo. Nach Clara fragen. Ich bin enttäuscht. Sie ist nicht der Mensch, für den ich sie gehalten habe. Clara hat mir das Herz gebrochen, aber ich kann sie nicht rausschmeißen. Bitte tun Sie etwas. Warum genau kann er sie nicht rausschmeißen und wir müssen das tun? Ja, Vater. Über die Minen sprechen, nach Neuigkeiten fragen, nach der Brille fragen. Ja, das war ja so ein bisschen verdächtig bei ihm, glaube ich. Über Geld sprechen. Nach Neuigkeiten fragen. Über einen Platz an der Universität, über die Hausarbeit, über das Studium an der Universität. Ich habe keinen einzigen Kurs versäumt. Das ist aber doch gut, oder? Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass du den Platz an der Universität für mich bezahlen kannst. Ja, Sohn, das ist so. Wahrscheinlich können wir das auch nicht mehr recht lang. Sei ein fleißiger Student, Sohn. Dieser Platz kostet eine Menge. Das Gespräch kennen wir allerdings schon. Was war das hier nochmal? Es ist verboten, Fische zu besitzen oder zu konsumieren. Es ist illegal zu weinen. Okay, das, glaube ich, kannten wir schon. Besorgen Sie Kreuzfahrttickets. Ich hab
finden Sie eine Möglichkeit, Klaus Schimmer aus Wohnung 1 zwangsräumen zu lassen. Wir kriegen dafür nur 3.000. Andererseits kriegen wir dafür 3.000 und das andere kostet wahrscheinlich. Verdammt, woher kriegen wir denn jetzt Kreuzfahrttickets? Gucken wir einfach mal beim Händler. Ich habe ja keine Ahnung, wo man Kreuzfahrttickets herbekommt. Meine Komplimente. Handeln. Was verkaufen Sie heute? Sehen Sie sich um. Das machen wir. Wir möchten gerne Kreuzfahrttickets haben. Ein Buch. Ich glaube nicht, dass die sowas wie Kreuzfahrttickets verkaufen. Das wäre schon der Hit irgendwie. Der Rahmen ist minderwertig und wurde schon mehrmals repariert. Das haben wir ihm hier erst verkauft. Dann die tollen Bücher, Schallplatten. Nein, nicht wirklich. Wir haben noch zwei Kameras. Dann haben wir diese tolle Brille, die, glaube ich, der Kerl nicht haben wollte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wo genau sollen wir denn jetzt... Oh. Den Zeitungsartikel nach zu urteilen, ist Clara eine Abenteurerin. Bei ihr muss man auf alles gefasst sein. Sie trinkt auf jeden Fall Alkohol. Aber das ist ja an sich keine Straftat. Sie raucht Pfeife, das kennen wir auch schon. Ich klopfe einfach mal, beziehungsweise wir gucken erstmal hier oben. Ich glaube, wer ist das? Maria Schimmer. Okay. Ich glaube, hier wohnt... Über was unterhalten die sich denn? Warum haben wir da drin keine Kameras? Ups, falsche Taste. Ich möchte gerne hier klopfen. Vielleicht weiß der Alte irgendwas, wie wir daran, also an Kreuzfahrttickets kommen. Machen wir uns beide auf. Ich möchte gerne mit dem Alten hier reden. Hallo? Was möchten Sie von dem Archivar? Über die Brille sprechen. Ja, das ist, wir können es nochmal versuchen, aber ich glaube, es war die Alte. Haben Sie meine Brille gefunden? Ist das Ihre Brille? Nein, meine hatte Klebeband am Ohrstück und die Fassung war braun. Ja, woher soll ich denn eine braune Brille nehmen? Stopp. Ich war noch nicht fertig. Nach der Frau fragen? Machen wir auch mal. Rosa arbeitet in der Kantine. Immer in der Küche. Sie liebt es, Brötchen und Kuchen zu backen. Sie macht das beruflich. Ich wünschte, sie würde nicht nach Kohl riechen. Gut, dann reden wir mal mit ihr, die nach Kohl riecht. Schönen Nachmittag. Konversation beenden. Verdammt! Ich hab keine Ahnung. Können wir mit ihm reden? Hallo. Nach Flucht aus der Stadt fragen. Ja, da weiß er ja nichts, oder? Ist Ihnen etwas eingefallen? Die beste Idee ist es, ein Boot zu nehmen und fortzusegeln. Das ist Wahnsinn. Erzählen Sie meiner Frau nicht, wie schlecht die Dinge stehen. Sie weiß noch nicht, dass Sie uns erwischt haben. Okay, dann reden wir mal mit der Frau. Ach, ist die Frau zu Hause? Hallo, ich möchte gerne da reingucken. Oh, was ist das? Ehemaliger Besitzer des Apartmentkomplexes und er spielt Klavier. Eine Schweinerei ist es. Aber er ist alleine zu Hause. Das heißt, die Frau ist irgendwo. Aber wo? Können wir irgendwie vielleicht mit der Dame reden? Oder können wir vielleicht einfach bei der Regierung anfragen, ob wir irgendwie Kreuzfahrttickets haben können? Glaubt ihr, die sind spendabel? Geben uns Kreuzfahrttickets? Referenz? Nee, nicht wirklich. Dann schreiben wir mal einen Bericht. Ein bisschen was haben wir ja schon wieder an Informationen gesammelt. Das war aber, glaube ich, Profil, oder? Das war ohne Straftat. Frau, ich glaube, Maria Schimmer ist die Alte, richtig? Genau, wir haben nämlich in Erfahrung gebracht, sie lebt in Wohnung... Ich habe keine Ahnung. Sie lebt in Wohnung... In Wohnung 1... Sie lebt in Wohnung Nummer 1, sie ist weiblich und wohnt dort mit, warte mal, Maria Schimmer? Aber die wohnt doch gar nicht in Wohnung, Moment! Doch, Wohnung 1, genau, das war links unten, ist schon richtig. Gut, ich war gerade verwirrt, ich habe sie gerade mit der Alten verwechselt. Sie wohnt da mit Klaus Schimmer und ist beruflich
Philologe. Und sie trinkt gerne Alkohol. So, dann haben wir... Verdammt, die Zeit läuft weiter. Haben wir irgendwas über unsere Frau? Das wäre schon gemein. Oder über das? Oder über das Kind? Haben wir auch nichts? Über den Mann? Ja, er spielt Klavier. Das ist der Klaus Schimmer. Auch aus Wohnung 1. Der ist männlich und wohnt da mit seiner Frau Maria Schimmer. Und arbeitet als Tabakverkäufer und spielt wahnsinnig gerne Klavier. Was sind das für seltsame Geräusche? Ist das unsere Tochter, die liest? Darüber haben wir nichts. Über sie haben wir zwei Informationen. Das ist die Clara Schack. Wo ist sie denn? Clara Schack. Die lebt in Wohnung 2. Ist 2 rechts? Ja. Clara Schack, sie ist weiblich, wohnt allein. Nein, sie wohnt da mit Aloysius Spack. Aber das ist eigentlich kein Familienstand, weil wirklich... Sie ist ja trotzdem ledig, eigentlich. Und sie ist arbeitslos. Sieh mal an, die Gute. Sie raucht gerne und trinkt Alkohol. Können wir aber irgendwie... Ach so, sie ist weiblich. So. Jetzt aber. Was ist eigentlich, wenn wir falsche Informationen übermitteln? Geht das? Also, dass wir zum Beispiel uns in der Wohnung vertun oder so? Oh, hier haben wir noch Mark Ranek. Ein Profil über den Herrn Mark Ranek. Aus Wohnung, dann müsste das links oben die 3 sein. Genau, Wohnung 3. Der... ja. Es ist so kompliziert hier mit der Menüführung, finde ich irgendwie. Der wohnt da mit seiner Frau Rosa Ranek und ist beruflich ein Archivar. Und er trinkt ganz gerne Alkohol. Erpresserbrief. Wollen wir jemanden erpressen? An? Beweis. Na gut, wir haben ja keine fiesen Beweise. So, dann werde ich hier mal ein bisschen was durchsuchen. Hier haben wir nichts mehr drin. Hier haben wir nur das Telefon. Und was mir nämlich aufgefallen ist, es ist verboten, über den Krieg zu sprechen. Okay. Dass wir rein theoretisch das hier alles... nehmen können und verkaufen können. Rein theoretisch müssten wir damit Geld verdienen, oder? Glaube ich. Also ich wüsste nicht, was wir sonst bei den Sachen machen sollten. Ich nehme einfach mal alles an uns. Offensichtlich ist unser Inventar nicht begrenzt. Aber die Zeit rennt am Rande des Rauswurfs. Briefe, Armbanduhr. Wir müssen mal mit der... Unsere Frau hat schon wieder was. Wir müssen mal mit der... Wir reden mal kurz mit der Frau und dann reden wir mit dieser Schack-Dame. Hallo, können wir reden? Mhm. Was ist Karl? Nee, das frag ich mich. Frau? Wie kann ich helfen? Was möchtest du, Anna? Ich brauche 500 für Einkäufe. Na jetzt, Frau ist aber gut. Also, wenn ich das sagen würde, zu Hause. Ich bräuchte 700 für Rechnungen und dann brauche ich nochmal 500 für Einkäufe. Da wäre jemand ziemlich begeistert. Okay. Geben wir ihr trotzdem. Es ist unsere Frau. Es ist nie gut, sich der Ehefrau zu widersetzen. Oh, wir haben ein bisschen was dafür bekommen. Ist das eigentlich auffällig, wenn wir hier Kameras installieren, wenn sie da ist? Fragen, wie man aus der Stadt fliehen kann. Irgendwelche Nachrichten... Nein, Karl, wir können nichts machen. Klaus denkt, dass ich nichts verstehe, mein armer Mann. Ich kann ihm nicht helfen. Tja. Oh, sie ist traurig. Kann ich auch irgendwo verstehen. Wo ist denn jetzt die gute Frau Schack? Wir haben nur noch 17 Stunden. Ist die auf Arbeit? Aber sie ist doch arbeitslos. Was macht die denn den ganzen Tag, wenn sie nicht hier zu Hause ist? Ganz kurz gucken, ob die da oben zu Hause sind. Ich weiß, wir könnten, glaube ich, auch mal Wohnungen freischalten, aber wir haben eh schon kein Geld. Oh ja, da sind sie. Über was sprechen die denn da? Okay, er möchte jetzt einen Kaffee. Und was ist hier unten? Ah, da ist sie doch. Warte mal. Dann klopfen wir doch mal. Frau Schack.
Clara. Hallo, mein Hübscher. Hallo. Über die Anzeige sprechen. Über die Anzeige sprechen? Zwangsräumen. Zwangsräumen. Sie müssen sofort das Haus verlassen. Warum sollte ich? Es gefällt mir hier und ich werde keine Anweisung eines kleinen Tyrannen wie Ihnen befolgen. Es funktioniert ja super. Oh, minus 1000 Reputation, wenn wir auf die Zwangsräumung beharren. Minus 5000 Dollar, wenn wir sie bestechen oder bitten zu gehen. Wir sind, also das sehe ich hier gar nicht ein. Das da können wir uns nicht leisten. Und wir sind sowieso eher der freundliche Typ. Bitten zu gehen. Sie müssen ausziehen, Clara. Aloysius ist nicht bereit, den Rest seines Lebens mit Ihnen zu verbringen. Aber er ist zu schüchtern, es Ihnen zu sagen. Er kann nichts allein, oder? Ich finde es hier so angenehm und ich habe nichts, wo ich sonst hin könnte. Ich bin ganz allein in dieser Stadt und ich habe meine besten Jahre dieser Kakerlake geschenkt. Na, so viele Jahre sind jetzt auch noch nicht ins Land gegangen. Es waren vielleicht ein paar Tage, Mrs. Schack. Ich muss ganz sagen, ich hab's gerade gesagt. Jahre? Sie sind erst ein paar Tage hier. Und das war die beste Zeit meines Lebens. Dafür schuldet er mir was. Warum schuldet er ihr etwas, wenn es ihre beste... Frauen. Frauenlogik. Ich werde gehen, aber dieses Weichei wird dafür bezahlen. Finden Sie heraus, wo Aloysius die Brosche seiner Mutter aufbewahrt. Er hat mir die Bilder gezeigt und sagte, dass er sie als Andenken aufbewahrt. Sie sollten mir gehören. Was für ein boshaftes Weib. Mit der will ich nicht zusammenarbeiten. Okay, Clara hat mich gebeten, Aloysius Geheimversteck zu finden. Dann wird sie gehen. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Wir klopfen mal und sprechen einfach mal mit ihm. Wir schmieden jetzt einen Männerkomplott gegen sie. Ach, herrlich. Aloysius, beeilen Sie sich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit und ich habe zu tun. Neue Anordnung. Aloysius, wir haben da ein Problem. Über Juwelen sprechen, über Marthas Behandlung, für Marthas Behandlung bezahlen. Okay, über Juwelen sprechen. Ich möchte mit Ihnen sprechen, Aloysius. Ich bin ganz Ohr, Karl. Ich brauche Ihren Rat. Was ist der beste Ort, um etwas Wertvolles zu verstecken? Wo bewahren Sie Ihre Wertgegenstände auf? Müssen wir das jetzt? Ich dachte, wir könnten ihn einweihen. Ich habe einen Ring für meine Frau gekauft, weiß aber nicht, wo ich ihn verstecken soll, damit sie ihn nicht zu früh findet. Ich hätte nie gedacht, dass sie so romantisch sind. Ich benutze Bücher immer. Heutzutage liest man selten. Kein Dieb wird das Bücherregal durchsuchen und das Medizinlexikon lesen. Haben Sie Bilder? Nein. Das ist perfekt. Danke. Okay, in den Büchern. Ich habe Aloysius Geheimversteck gefunden. Das muss ich Clara erzählen. Ja, aber das ist doch... Das ist doch... Mist ist das. Wir wollten uns doch männerhaft... Oh, hat geweint. Wir wollten uns doch männerhaft verspüren. Oh, warte, hier hinten ist jetzt gerade keiner. War hier nicht eigentlich... Genau. So, da installieren wir mal ganz unauffällig. Aloysius, du bleibst schön da, wo du bist. Diese Kamera. Und die da. Damit wir diesen Raum auch komplett überwacht bekommen. Ich glaube, über Ratten sprechen ist noch nicht illegal. Nein, mit dir. Stopp. Aber ich will ihm nicht in den Rücken fallen. Er ist für das Leben unserer Tochter verantwortlich. Das wir uns eh nicht leisten können. Und sie bändelt hier schon wieder mit jemand Neuem an. Es ist unfassbar. Hallo, mein Hübscher. Hallo. Über Aloysius Geheimversteck sprechen. Ich weiß, wo er die Brosche versteckt hat. Suchen Sie das Medizinlexikon im Bücherregal. Aloysius ist sehr einfallsreich. Ich hätte nie daran gedacht, in den Büchern nachzusehen. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Karl. Schade, dass Sie schon verheiratet sind. Aber das ist kein Problem. Rufen Sie mich an, wenn Sie mindestens
ein paar Straßen verwalten. Danke, mir reicht ein Haus durchaus. Ciao. Ich hätte jetzt fast was Bösartiges gesagt, was die Frau verdient hätte, aber das machen wir hier nicht, weil wir sind ein freundliches YouTube. Okay, hier haben wir auch eine Brille. Rahmen ist minderwertig und wurde schon mehrmals repariert. Wir haben immer nur die gleichen Mistbrillen, glaube ich, da drin. Da können wir auch ein bisschen suchen. Ich weiß vor allem schon gar nicht mehr, wo wir überall gesucht haben. Oh, was ist hier? Persönliche Aufzeichnungen. Wir nehmen mal alles. Was ist das hier? Was ist das für ein Zeichen? Lass uns spionieren. Ach so, sie kramt da jetzt nach den Sachen. Können wir nicht ihn darauf aufmerksam machen? Ich würde auch gerne mal Kameras bei den Alten da oben installieren. Die sind auch so teuer. Oh, ich möchte das beobachten. Sie hat geweint. Sie hat geweint. Ich kann gerade irgendwie nicht gucken. So, jetzt. Nein, er hat geweint. Aloysius hat geweint. Jetzt haben wir was gegen ihn in der Hand. Rein theoretisch könnten wir ihn jetzt erpressen. Also, nicht, dass ich das wollte, aber... Wenn er uns keine andere Wahl lässt für unsere Tochter. Aber was ist... Clara ist gegangen, ich muss mit Aloysius sprechen. Wir haben noch 3 Stunden dafür Zeit. Los, klopf da mal. Aber das Gespräch, ich sehe schon wieder, ich bin schon wieder dabei zu überziehen. Es ist furchtbar, dieses Spiel zieht mich immer komplett rein. Ich hoffe, es hat wie immer Spaß gemacht und ihr seid genauso neugierig wie ich, was Aloysius jetzt zu der Geschichte sagt, wie wir das Ganze gelöst haben, sofern er weiß, wie wir das Ganze gelöst haben. Andererseits haben wir es ihm ja auf die Nase gebunden mit unserer Frage, wo er denn Sachen verstecken würde. Er wäre schon sehr dumm, wenn er darauf jetzt nicht kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.